Hi, ich bin's, euer Stefan, und es gibt gute Nachrichten. Ich bin in dem ersten Kochbuch drin. Also, ich bin zum ersten Mal in einem Kochbuch drin. Und zwar ist es ein Rezeptbuch für Familien, für vegane Familien. Vielfalt für die vegane Familie. Und das lief nämlich in Kooperation mit anderen Bloggern. Also Casa Vegan, Family, Carmen, Fit Miri und mir. Ich bin da drin, und zwar kommt es von den 100 Affen. Falls es den einem oder anderen von euch nichts sagt, kann ich euch 100 Affen hier oben mal verlinken. Da wird jetzt auch bald ein Gewinnspiel von mir halt eben für 100 Affen kommen. 100 Affen, hier seht ihr das Symbol sozusagen, wie das aussieht. Das ist so eine Rezeptseite, wo sowas wie Chefkoch, aber halt eben rein vegan, wo man seine eigenen Rezepte posten kann, wo auch andere die Rezepte sehen können. Und man kann natürlich sein eigenes Kochbuch kreieren. Ich kann euch auch gerne hier oben mal ein Video verlinken, wie das Ganze aussieht. Ich habe so einen Link bekommen, wie man, da wird so einem kurz gezeigt, wie man so sein eigenes Kochbuch kreieren kann und sich nach Hause schicken lassen kann. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich auf das Hauptsächliche eingehen, dass ich in dem Kochbuch bin, und zwar mit ein paar Rezepten von mir. Ganz hinten natürlich, das Beste kommt zum Schluss, heißt es ja immer. Hier, vegane Zeit. Da erkläre ich ein bisschen was, wo es um Kinder halt eben, weil es hauptsächlich um Ernährung für Kinder geht. Rezepte halt, die auf Kids geeignet sind, wo Kinder auch essen. Das ist ja immer so ein Problem. Genau, erkläre ich ein bisschen was dazu. Da steht natürlich noch, dass ich Vater einer Tochter bin. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Das ist, sowas dauert natürlich, bis sowas auf den Markt kommt. Deswegen hatte ich zu der Zeit noch eine Tochter und wusste noch nichts von dem nächsten Kind. Hier ein paar Rezepte. Von mir halt eben die Brokkoli-Soße, Tomaten-Paprika-Rahmsoße. Ein paar Rezepte könnt ihr auch auf meiner Internetseite sehen. Hier oben verlinke ich es euch. Und natürlich auch unten in der Infobox setze ich alle Links. Nudel-Rahmspinat-Auflauf, Kartoffelspinatbällchen. Ich glaube, die sind noch nicht auf meiner Internetseite zu sehen. Und das vegane Mini-Magnum in fast gesund, könnte man eigentlich so sagen. Genau, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Rezepte. Das waren die von mir. Mini-Pfannkuchen mit Apfelmus. Das war jetzt von Casa Vegan. Also da wird jeder Block stellt sich einmal vor. Genau, wird ein kleines bisschen was dazu geschrieben und dann halt eben so ein paar Rezepte. Ich kann einmal durchblättern. Und für jedes Buch, das verkauft wird, bekommt jeder Blogger von uns einen kleinen Obolus sozusagen. Also wir werden so ein bisschen beteiligt, aber es sind natürlich geringe Kosten, weil sowas kostet natürlich auch viel Geld, kostet natürlich auch Aufwand, und dann muss man das noch durch 1, 2, 3, 4, 5 Blogger teilen. Von daher ist es nur ein kleiner Obolus. Dennoch bin ich echt stolz drauf, dabei sein zu dürfen. Ich bedanke mich auch bei allen, die da mitgewirkt haben und die mir die Chance auch gegeben haben, da mitzumachen. Bin richtig stolz, also finde ich absolut genial, dass ich mit anderen in einem Kochbuch drin bin. Würde mich freuen, wenn ihr es kauft oder wenn ihr zumindest mal bei 100 Affen vorbeischaut. Ich verlinke es euch nochmal, das Buch hier, direkt hier oben. Schaut vorbei. Und ansonsten, auch wenn es jetzt nicht sehr viel Content war, aber ich denke mal, eine vegane Rezeptseite ist schon Content genug, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mal unten drunter, wie ihr die Rezepte so fandet oder ob ihr schon welche davon kennt und ob ihr die ausprobiert habt, wie es euch geschmeckt hat. Welche Ideen ihr vielleicht noch habt, was ihr so macht, eure Kinder auszutricksen, wie sie an gesunde Ernährung kommen. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.